So, was denn nun? Also pass auf, hier im Skript steht, dass der Eindruck entstehen soll, dass du wichtig bist. Das ist wichtig für die Berichterstattung im Lügenfernsehen. Später. Und noch was. Niemand hier will mit dir Schokoladenkuchen essen, dachte ich mir. Also wisst ihr, jeder müsste eigentlich sofort merken, dass hier totale Gauner, Schmierenkomödianten und Ganoven am Werk sind. Naja, also nichts gegen dich, aber so ist es doch. Und was bekommen wir als Strafe? Hundertschaften an Polizeischutz und sie nennen das hier einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Und das Beste ist, die Lügenpresse behauptet, sie würden nicht lügen. Kannst du mal bitte so nett sein und den Typen dort drüben sagen, dass ich wichtig bin? Ich soll ausrichten, dass er wichtig ist. Ja, du kannst mir bei Twitter folgen und ein bisschen was lernen. Sagt mal, habt ihr eigentlich auch Bodenschätze? Habt ihr Öl? Nein, wir sind bereits eine Kolonie. Oh, dann seid ihr demnach so eine Art Statthalter, also praktisch das gleiche Regierungssystem wie hier in der BRD? Nein, so kriminell sind wir jetzt auch nicht. Ach, Moment, ich habe hier noch eine schöne Autogrammkarte für euch, die könnt ihr dann zu Hause zeigen. Dieses ganze Theater mit deinem ganzen EU-Gedöns, das interessiert mich nicht. Das ist ja nicht von Belang, verstehst du? Pass auf. Pass auf, Angie, ich erklär's dir nochmal. Die oben haben gesagt, dass dein politisches BRD-Betrugssystem nicht mehr ewig hält und dass wir dann eure insolvente Firma übernehmen. Das heißt, dass das Fußball-WM-Endspiel nicht in Petersburg oder Moskau stattfindet, sondern in unserer Provinz Berlin. Und du und dein Gesindel verschwindet dann am besten zuvor ins Exil. Falls hier alles den Bach runtergeht, dann nehme ich mein Flugzeug und flüchte nach Paraguay. Nein, du verstehst es nicht. Wenn wir euren korrupten Laden übernehmen und ihr seid dann noch hier, dann müsst ihr zum Schein ein Tribunal inszenieren und das wird kein Luxushotel. Ihr solltet dann schon im Exil sein. Ich denke mal, dass Sie alle wissen, dass ich immer gefühlt habe, dass die neuen schrecklichsten Worte im Englischen lauten: Ich bin von der Regierung und ich bin hier, um zu helfen.